Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Clash Royale, die 10. Folge mittlerweile. Wir öffnen jetzt hier erstmal eine Truhe, um ein wenig Platz zu bekommen. Aber eigentlich können wir die anderen Kisten auch noch gleich öffnen, denn ich habe heute noch gar nichts gemacht. Außer ein paar Karten im Clan angefordert und gespendet. So, Feuerball. Koboldhütte. Minenwerfer. Dann geht's weiter. Gold. Der Knall. Drachenbaby. Die Pfeile. Der Schweinereiter. So, machen wir die letzte auch noch gleich auf. Was soll der Geiz? Gold. Skelettdrachen. Musketieren. Rabauken. Mini-Päcker. Und wir schauen mal in den Shop vorbei, was wir hier heute für Angebote haben. Da habe ich nämlich auch noch nicht reingeschaut. Oh, wir haben hier heute aber... Eieieiei. Keine Ahnung, woran das liegt. Ob das an der Verbindung heute liegt? So, hallo und herzlich willkommen noch einmal zurück zu Clash Royale. Ja, es tut mir leid. Irgendwie funktioniert die USB-Verbindung heute nicht wirklich. Also das Handy wird erkannt, wird wieder abgekoppelt, wird wieder gekoppelt, wird wieder abgekoppelt. Und das geht, so geht das hin und her. Ich muss das jetzt hier versuchen, über WLAN zu starten. Wobei mir auf dem Handy auch angezeigt wurde, dass man Clash Royale über Google Play Beta auch am PC spielen kann. Aber ich habe das jetzt ausprobiert hier und irgendwie funktioniert das noch nicht. Also zumindest kann man Clash Royale offiziell über Google Play Beta noch nicht runterladen. Da steht leider immer noch nicht verfügbar. Ich muss mal gucken, ob ich euch das mal kurz einblenden kann hier. So, wir machen das jetzt hier einfach nochmal schnell. Wie zufrieden bist du mit der Auswahl der Spiele? Sehr unzufrieden. Abgesehen von den verfügbaren Spielen, wie zufrieden bist du mit Google Play Spiele? Oh, jetzt wird heruntergeladen. Okay. Weil bis eben ging das nicht. Da stand hier nicht verfügbar. Aber auf der offiziellen Clash Royale Seite steht immer noch, dass man das Game hier auch über Windows zocken kann, über Google Play Beta, wo wir uns ja jetzt hier befinden. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich werde mal schnell Samsung Dex einmal beenden hier. Ja, ihr seht, es sind hier Bildfehler enthalten, ne? Also das tut mir wirklich leid. Ich muss mal auch gucken, ob ich das nachher zurechtschneide oder ob ich das ganze Video so lasse. Aber wir haben ja glücklicherweise noch nicht wirklich was gemacht. Ja. Wenn das jetzt hier funktioniert, dann bin ich sehr zufrieden mit Google Play Spiele. Auch wenn das hier noch eine Beta-Version ist, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Weil es wäre schon geil, wenn wir Clash Royale jetzt hier ganz regulär auf dem PC zocken können, ohne dass ich mein Handy immer über Samsung Dex verbinden muss. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum das heute nicht funktioniert. Ausgerechnet heute, wo ich das Video hier mit euch machen will. So. Okay. Er hat mich ja hier schon eingeloggt. Ja, also theoretisch müsste ich jetzt hier auch meinen Spielstand haben. Clash Royale erlauben dir Benachrichtigungen zu senden. Hier am PC? Ja, komm zulassen, das ist mir jetzt wurscht. Möchtest du einen anderen Spielstand mit Königslevel 41 laden? Melde dich hierzu mit deiner Supercell-ID an. Königslevel 41? Jetzt muss ich mal kurz gucken.
Welcome back. Continue. Login. Ja, Königslevel 41 ist korrekt. Enter E-Mail. Das mache ich mal kurz außerhalb des Fensters. Ich denke mal, ich werde jetzt hier mein Passwort gleich noch eingeben müssen. Ne, wir haben einen Verification-Code, den ich eingeben muss. Okay. So. So, Submit. Load Game Account, ja. Confirm. So, wichtige Informationen. Bitte. Nur Funktion. Kann man die hier nicht? Alles ablehnen. So. Gut. Relativ zufrieden. Nein, ich habe jetzt keinen Bock, euch mehr darüber zu erzählen. So. Es ist jetzt natürlich hier sehr schmal. Ja, so wie es auf dem Handy auch ist. Wir können es leider nicht im Vollbild. Nee, es geht nicht größer. Schade. Ja, wir müssen uns damit begnügen, wie es hier aussieht. Aber wir können theoretisch... Ich überlege gerade, ob ich meinen Windows-Desktop hier als Hintergrund so lasse. Sieht zwar ein bisschen blöd aus jetzt mit den ganzen Icons. So, besser. Alles klar. Gut, was habe ich heute gemacht? Ich habe vorhin kurz im Shop ein bisschen was eingekauft. Also nochmal für alle herzlich willkommen zurück zu Clash Royale Folge 10. Ich weiß nicht, wie ich das Video jetzt hier beschnitten habe, ob wir den Anfang drin haben oder nicht, weil da doch wegen der schlechten Verbindung so einige Fehler drin waren. Ich habe mein Kampfdeck jetzt schon mal ausgewählt für die lila Kronen und wir haben alle Truhen geöffnet. Ja, vielleicht habe ich das noch drin gelassen. Truhen habe ich jetzt geöffnet, damit wir 4 freie Plätze haben. Wir werden jetzt hier nochmal kurz im Clan einmal spenden und um Karten bitten. Aktuell will ich hier die Musketieren haben, damit ich die als nächstes auf Level 12 zaubern kann. So, und dann geht's los mit den lila Kronen. Ja, kämpfen. Habe ich mir heute extra für diese Folge aufgehoben. Weil das ja auch so viel Spaß macht hier, ne? So. Eieieiei. Der legt hier gleich ganz groß los. Nee, bitte keine Emojis. Da werde ich sonst irre. Gut abgewehrt, aber der Turm ist hin, mein Lieber. So, das reicht mir schon. Ich bin bei den lila Kronen immer sehr genügsam. Ich will gar keinen 3-Kronen-Sieg. Hauptsache, ich gewinne. Aber vielleicht hat er ja jetzt auch aufgegeben. Das wäre natürlich nice. Weil dann können wir theoretisch noch einen 3-Kronen-Sieg einheimsen. Ja, ich glaube, der macht nichts mehr. Jawohl. Dankeschön. Na, jetzt nicht. Wir sind hier mitten in der Aufnahme.
So. Was ist hier? Ach ja, Ergebnisse des Kampftages. Können wir hier nachher eigentlich noch Schiffsschlachten machen? Oder, ah nee, der fährt ja jetzt, glaube ich, ins Ziel, ne? Ja, aber dann können wir eine Truhe öffnen. Sehr schön. Zweiter Platz. 9450 Goldstücke. 29 mal Eisgeist. Die Barbaren. Feuerball. Jo. Und 12 mal der dunkle Prinz. Ist okay. So, Trainingstage haben begonnen. Woche 2. Wir werden auch unsere Verteidigungsteams jetzt hier gleich wieder setzen. Ich mache meistens 31 oder 29. Wir nehmen heute die 31 ruhig rein und ich würde meine Teams so lassen. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. So, ja, weiter geht's. Wir brauchen noch knapp 270 Marken. Und ich denke mal, der nächste Kampf wird jetzt nicht ganz so angenehm werden wie der erste. Eieieiei. Foxmann 09. Die Walküre, hm? Ja. Der Feuerball tat weh, mein Lieber. Da hat er sich jetzt aber nochmal gerettet, der Gute. Deutsche Gamer. Habe ich auch noch nicht gesehen, den Clan. Also entweder wartet der jetzt gleich auf einen richtig krassen Konter oder der macht auch nichts mehr. Okay. Ich hätte gedacht, da kommt noch was. Gut. Die haben mich mit Absicht gewinnen lassen. So, wir haben 14.000 lila Kronen. Ich kaufe mir jetzt diese beiden Sachen hier. Für die habe ich nämlich auch gespart. Einmal die, das Entwicklungsfragment. Damit haben wir jetzt 3 Stück. Und dann das Entwicklungsfragment für Koboldfass. Haben wir da schon 1 von 6. Wir können noch ein zweites Mal kaufen. Ich meine, gut, das sind noch 20 Tage. Die 10.000 dafür schaffe ich. Also spare ich mir die jetzt erstmal noch. Wir... Ja, schön. Wir haben jetzt erstmal wieder 2 Truhen hier. Jetzt muss ich aber doch mal gucken, was leuchtet hier. Posteingang. Wir brauchen deine Unterstützung. Du hast noch Kriegsdecks übrig. Vor 32 Tagen. Ja, das ist alt. Warum leuchtet das jetzt hier immer noch? So, und was haben wir hier? E-Sport-Event. Ja, interessiert mich jetzt nicht wirklich, bin ich ehrlich. So, tägliche Belohnungen. Wir haben alles gemeistert. Ja, es gibt neue Glückstruhen. Die muss man jetzt 4-mal antippen, um sie zu öffnen. 8-mal die Rakete. Oh, nice. Ein Kampfbanner. Krass. Wusste ich gar nicht, dass man die auch aus den Würfeln bekommt. Und 45 gewöhnliche Joker. Sehr schön. So, was machen wir heute? Erstmal... Oh, noch ein Glückswürfel. Ja, mega.
40 seltene Joker. Okay, geht eigentlich auch besser. Ich habe überlegt, ursprünglich wollte ich mit euch den Pass fertig machen, aber das sind hier noch, was haben wir jetzt, 36? Ich glaube, bis 65 geht der. Das ist noch ganz schön viel. Und ich weiß nicht so recht. So, ja, der neue Banner ist klar. Auf jeden Fall würde ich mit euch heute gerne mal wieder ein bisschen was upgraden wollen. Das heißt, wir werden eine epische Karte auf Level 131 haben. Wir. Das reicht auf jeden Fall für die hier. Haben wir da die Verbesserung verfügbar? Geht noch mehr? Ja, hier, die gehen auch noch. Sehr nice. Mit den restlichen 37 können wir jetzt hier aber nichts mehr upgraden, also hebe ich mir die auf. So, dann gucken wir mal bei den seltenen Jokern. Gut, die habe ich jetzt gerade angefordert. 794 können wir sonst noch hinzufügen. Haben wir noch ein Level 11er mit dabei? Nee, sie ist tatsächlich die letzte. 794. Den Magier könnten wir, glaube ich, auf 14 zimmern. Das Problem ist aber auch, wir haben wieder nicht genug Gold, um die jetzt auch alle noch abzugraden. So, 28. Ich mache die mal jetzt hier noch zu der mit dazu, damit es dann ein bisschen schneller geht und ich hier nicht mehr ganz so viele benötige, um die auf Level 11 zu bringen. So, dann haben wir noch die gewöhnlichen Joker. Da haben wir eine ganze Menge. Habe ich hier jetzt noch einen Elfer mit dabei? Ja, hier unten. Die auf jeden Fall. So. Dann. Alles Level 12er. Hier oben haben wir auch 13. Aber da kriege ich jetzt auch keinen auf 14, oder? Nee, es sind ja nur die beiden 13er hier. Das reicht bei weitem nicht. Schade eigentlich. Ich könnte hier jetzt noch ein paar machen. Dann hätten wir da das Upgrade. 1700. Das müsste bei denen. Ja, bei denen reicht es auch noch. So, jetzt haben wir noch 518. Aber reicht auch nicht mehr, um hier noch irgendeinen hochzupushen. Dann lassen wir das mal. So. Ja, es sind Upgrades verfügbar. Wir haben 196.000 Goldstücke wieder gesammelt. Für den brauchen wir 75.000. Das wäre mir schon ganz wichtig, dass wir den... Nee, der hier wäre mir wichtig. Dann haben wir den nämlich auch auf 14. So. Warum? Weil das jetzt hier eine weitere Karte ist, für die ich diese Joker-Fragmente bekomme. Ja, da haben wir jetzt mittlerweile 5 Stück schon. So, der Magier, dafür brauchen wir 100.000, das geht nicht mehr. Hier sind 75.000, haben wir der auf Level 13. Ja, komm, was soll der Geiz? Mir war von vornherein klar, dass ich jetzt auch nicht so viele Karten upgraden kann, gerade weil mir eben auch die Kohle dafür fehlt, ne? Aber, ja, 75.000, hier oben haben wir jetzt noch... 75. Ich glaube, hier waren 35. Habe ich nun leider auch nicht mehr. Aber vielleicht bekommen wir ja noch ein bisschen Kohle. So. Es gibt ein Herausforderungsereignis momentan. Doppelentwicklungsturnier. Und ich glaube, hier gab es hier nicht noch was anderes? Nur die klassische Herausforderung.
Was bekommt man hier? 10.000 Münzen beim zweiten Platz. Dann hätte ich 31.000. Ja, wir können ja mal gucken. Das Deck werde ich jetzt hier auf jeden Fall entfernen. Das war mal so ein Spaßdeck, was ich hier mit reingenommen habe. Einfach nur just for fun. Habe ich natürlich auch verloren. So. Was machen wir? Ich würde auf jeden Fall die Walküre mit reinnehmen als Entwicklung. Und nehme ich meinen Packer auch mit rein. Spiele ich mit meinem normalen Deck. Ich meine, das Schwierige ist, dass wir hier alle Karten zur Verfügung haben. Ich würde das Kampfholz nehmen. Das mag ich. Das habe ich zwar noch nicht freigeschaltet. Aber ich finde das ganz cool. Ansonsten, die Pfeile brauche ich dann nicht. Bei 4,4 sind wir jetzt gerade. Ich brauche noch den Drachen, habe ich. Den habe ich schon mit reingenommen. Okay. Die Skelette nehme ich jetzt natürlich nicht. Nehme ich die Skelettarmee dann dafür? Ich hätte den Magier auch gerne noch mit reingenommen, aber dann wird mir das Deck nachher zu teuer. Nehmen wir die Bogenschützen. Und noch irgendeine günstige Karte. Wir könnten den Spiegel nehmen, allerdings ist das auch immer fragwürdig. Weil ich hier ziemlich hohe Elixierkosten habe. Der Spiegel wäre jetzt nur bei den beiden Sachen interessant. Oder die Fledermäuse. Ja, komm, was soll der Geiz? So, und dann probieren wir jetzt hier einfach mal, bis wir Game Over sind, würde ich sagen. Obmann! Okay. Also es wird verlustreich, sage ich euch gleich. Weil ich viele von den Karten, die hier spielen, auch gar nicht kenne. Ich weiß zum Beispiel nicht, was sie beiden hier machen. Ah, das war jetzt richtig blöd. So, da haben wir jetzt schon die Entwicklung für unseren Packer. Ja, der Ritter ist mir jetzt erstmal egal. Da kommt schon wieder dieses ekelhafte Vieh. Ganz schlecht gespielt. Okay, da ist schon wieder dieses Ungetüm. Ich habe halt auch absolut gar keinen Plan, was ich gegen den machen soll.
können wir nur hoffen, dass wir jetzt hier irgendwie durchkommen. Aber das wird nichts. Das wird nichts. Ja, das war klar. Schade. Ist echt schade. So, zweiter Verlust. Aber wie gesagt, ich brauche die neuen Karten auch nicht in mein Deck reinnehmen, weil ich nicht weiß, was die können. Von daher wäre das für mich schwachsinnig. Das ging schnell. Gut, den Turm haben wir trotzdem. Oh. Das ging jetzt aber echt gut. Und schnell vor allen Dingen. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich das Ding gewinne. Ich will ja nur die... Ach nee, die kriegen wir ja gar nicht. Wir kriegen ja nur die unteren Belohnungen. Mann, das ist ja blöd. Dafür müsste ich 500 Juwelen bezahlen. Ne? Das ist es mir nicht wert. Wir machen mal weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Soll sich ja hier heute auch ein bisschen lohnen, die Folge. Ja, das war jetzt... Das war jetzt umsonst. Und die Hexe war auch verspielt. Ich weiß halt nicht, ob man mit dem Kampfholz auch diese kleinen Viecher... Ja, kriegt man kaputt. Sehr schön. Ja, der Blitz, der war jetzt auch umsonst. Worauf wartet er jetzt? Okay, alles, was dazwischen kommt. Ja, das ist jetzt... Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Er wartet auch schon wieder. Der fühlt sich sicher. Okay. Das war natürlich richtig clever von ihm. Ein Treffer noch und das Ding wäre hinüber gewesen. Das war der dritte.
Okay. Der wird wohl nicht weit kommen, glaube ich. Pfeile hat er auch. Die hat er jetzt verspielt. Ja, komm, gegen deine Skellies. Die sind umsonst. Jawohl. Ja, ich weiß, das Kampfholz war jetzt unnötig, aber ich wollte unbedingt den Turm niedermachen. So. 10 Juwelen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn ich solche Namen immer schon lese, ja. Ah, das ist jetzt hier... Ja, das ist ein blöder Anfang. Der wartet mir zu lange. Das ist verdächtig. Oh. Gut, da hat er einen Treffer gelandet. Nein, 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 bitte diesmal nimm den Drachen. Greif den Drachen an, jawohl. Das ist schwer, bei dem durchzukommen, in der Tat. Okay.
Das wird ein heißes Spiel. Der kommt jetzt bestimmt gleich wieder mit seinem Turm. Ja, das war klar. Das war klar. Ah, harter Brocken. So, vermutlich der letzte Kampf jetzt hier. Ja, die ollen Kobolde können natürlich auch nervig sein. Gerade aus dieser ekelhaften Hütte. Das ist jetzt Kacke. Ich glaube, das wird auch wieder so ein richtig ätzender Kampf hier. Gut, gegen den Magier habe ich jetzt leider nichts. Aber wir haben wenigstens schon mal den Schild runter. Ja. Na, wird das noch mal was? Oh, Backe. Oh, aber trotzdem gewonnen. Ja. Er hat zwar einen Turm mitgenommen von mir, aber wir haben das Ruder noch mal rumgerissen. Mann, ist das spannend hier heute. So. Na dann. Weiter geht's. Also ganz ehrlich, Leute, ich habe noch nie so oft gewonnen hier in so einer Herausforderung. Ganz mieser Start. Ich habe kein gutes Gefühl. Yay.
Da haben wir schon wieder alles, was nur eklig sein kann dabei. Ja, gut gekontert. Gut gekontert. Wenig Elixier. Ja, der geht mir hier auf die Nüsse. So, da kommt wieder das rollende Steinproblem. Okay, nice. Wusste ich auch nicht, dass wir diesen komischen Prinzen oder was das ist, ganz easy mit dem Kampfholz niedermachen können. Ja, yes, nice. Gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Auch wenn es nur ein Turm ist. So. Nicht alle Belohnungen passen in dein Inventar für magische Gegenstände in Gold umwandeln. Nee, ganz bestimmt nicht. Dann öffne ich damit jetzt lieber ein paar Truhen. Wie viele Schlüssel waren denn das? 3, ne? So. Ach nee, das ist bloß einer. Okay. Ist egal. Es gibt noch weitere Schlüssel im Pass. Habe ich gesehen. Kostenlos für Lau. Ja. Wir machen nochmal weiter. Klar. Mega. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir hier so weit kommen. Wirklich. Also. Oh, das aber. Das ist jetzt bitter hier, der Anfang. Okay. Der Päcker, da wird er unter Garantie noch was dazusetzen. Ja, das war so klar. Das war so klar. Da probiert er jetzt aber alles, ne? Hat nur leider nichts gebracht. So, jetzt müssen wir aber auch den Turm hier verteidigen. Thank you.
Okay. Ich vermute mal, der wird den Mega-Ritter auch in der Evo drin haben. Ah gut, den hat er ja, glaube ich, auch eben gespielt in der Evo. Nee, meinen Turm kriegst du nicht klein. Kannst du knicken. Es ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Habe ich jetzt einen Lauf oder wie? Ich will mich mal nicht zu früh freuen. Eieiei, da kommt was an. Das hat mir früher viele schlaflose Nächte bereitet. Also der Funky richtig ausgespielt, der kann richtig ekelhaft werden. Aber noch ist alles offen. Noch ist alles offen. Ich weiß halt nicht, was der für Evos drin hat. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass der den Magier als, als Evolution im Deck hat. Elixierpumpe. Weiß ich immer nicht so recht, was ich davon halten soll. Das ist jetzt... ist natürlich schwierig. Oh, trotzdem gewonnen. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es echt nicht fassen. Jetzt habe ich meine Lieblingskarte direkt beim Start. Und jetzt verkacken wir die Runde. Ah, schon wieder ein Funky. Das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir ein Problem.
Wobei, der Packer dürfte ja nicht durchkommen. Ja, das wird jetzt wehtun. Oh, böses Ding. Jetzt holt er aber alles raus, was er hat. Ja, gegen den Ballon habe ich jetzt keine Chance. Okay, ganz miese Nummer. Wenn die beiden Bomben jetzt hier hochgehen, habe ich... Ja, das war's. Das war's. Aber hey. Ich bin weit gekommen. Also das ist mein höchstes hier. Tatsächlich, ja. Habe ich noch nie geschafft. Ich dann immer, aber wenn ich das hier oben dann immer sehe, ne? 31 Siege. Also Hut ab, wirklich. Aber ich finde trotzdem 8 Siege dafür, dass ich halt auch noch ein niedriges Deck habe an und für sich, ne? Ist das okay. 500 Juwelen. Und ich würde das jetzt hier alles bekommen. 20.000 kostet mich eine ganze Menge, ne? Aber ich könnte noch eine Karte upgraden. Ja, komm. So, 10.000 Goldstücke. 5 epische Joker. Das lohnt doch. So, nochmal 10.000 Goldstücke und 25 seltene Joker. Sehr schön. So, dann können wir hier gleich weitermachen. Wir haben nämlich auch hier noch weitere Belohnungen. Eine gefüllte Goldkiste. Nochmal Glückswürfel. Daumen drücken. 750 Gold. Haben oder nicht haben, ne? Und ein Booster. Den habe ich noch nie benutzt. Denke mal, den werde ich auch nie benutzen. So, wir haben aktuell gar keine Truhen. Nee, halt, abbrechen. Ich habe immer noch mein Kampfdeck ausgewählt hier. Ah, und wir haben, ich habe es vorhin gesehen, wir haben den Packer. Ja, hier. Oh.
Wow. Level 9. Bannermarken können wir auch gleich mal zur Bannerbox und die ausgeben. Ja, ist okay. Ist nicht schön, aber ist okay. So. Gut, dann haben wir das. Und das, krass, ne? Mein erstes Level 9 Abzeichen. Freue ich mich. So, dann werden wir jetzt hier noch einen Kampf schnell mal machen, damit wir eine Truhe zum Opening schicken können. Und bei meinem Glück wird das jetzt hier gleich eine Turmtruppentruhe geben. Das wird jetzt hier wieder entspannt. Nach dem Stress wird das ein entspannter Kampf. Finde ich auch immer ganz gut. Hier brauche ich nicht nachdenken. Na komm so mal, junger Mann. Die Packer Brothers sind unterwegs. Ja, schön, jeder auf seiner Seite bleiben. So, dann gucken wir mal, was da kommt. Eine Goldtruhe, ja. Super. Sehr nice. So, und wir können jetzt noch eine Karte aufleveln. Nehme ich gleich den Packer hier? Ich wusste gar nicht, dass ich den auch noch auf Level 11 habe. Nur auf Level 11. Eigentlich gehe ich immer gerne nach Reihenfolge. Aber den Packer habe ich gerade im Team, von daher ab dafür. Super. So. Ja, das war's dann für heute. Für die heutige Folge. Wir haben auch jede Menge gemacht und jede Menge Spaß gehabt hier. Auf jeden Fall war das für mich auch ein Highlight, dass ich hier 6 Kämpfe... Das waren 6, oder? Wo bin ich? Ja, 6 Kämpfe gewonnen. Das habe ich noch nie geschafft, wirklich. Also meistens, wenn ich gut war, 3, 4 war, glaube ich, mal mein Höchstes. Aber 6, das ist schon enorm. Für meine Verhältnisse. So, ja, ich könnte jetzt hier noch, haben wir hier was Interessantes? Nee. Hier mache ich immer nur, wenn 7-fach Elixier ist, dass ich dann kämpfe. Aber hier gebe ich jetzt, ehrlich gesagt, nichts drauf. Ja. Ja, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich weiß gar nicht, mittlerweile haben wir Königslevel 41. Und wir können auch mal kurz hier meine Kartensammlung durchgehen. Geboostet ist momentan die Hexe. Ja, dann zeige ich euch mal, wie weit ich aktuell bin. Wie gesagt, der Plan ist ja, dass ich erstmal alle Karten meister. Also nicht maximiere vom Level, sondern die Kartenmeisterung mache. Und wenn ich das geschafft habe, gehe ich in die nächsthöhere Arena. Da gibt es dann wieder neue Karten, mit denen mache ich dann das Gleiche. Wir haben jetzt natürlich, dadurch, dass ich hier schon ewig auf Arena 6 hocke, einige auf Level 14, was sehr nice ist. Ja, und die Kartenmeisterung ist das hier. Da geht's jetzt aktuell, ich muss mal gucken, wo ist hier Schluss? Okay, das wird auf Level 14 erst verfügbar sein. Das da unten auch. Also da haben wir dann doch noch ein bisschen was zu tun, wenn die 14er alle nachher freigeschaltet sind. Gut, hier ist nichts mehr. Also die haben wir schon. Hier ist auch nichts. Ich weiß nicht, ob da irgendwann noch was kommt. Bald verfügbar, ja. Es kann sein, dass die das dann noch mit einem Update irgendwann raushauen. Das auch erst ab Level 14... Hier ebenfalls. So. Da ist auch alles erledigt. Bald verfügbar.
Beim Packer haben wir jetzt Level 3 Panzerzerstörer. Da muss er halt 3600 Mal Treffer verursachen, die den vollen Schaden anrichten. Also wenn er jetzt mit einem, ich weiß nicht, wie viel Schaden haut der raus, steht jetzt hier nicht bei. Aber sagen wir mal, der macht 1000 Schaden pro Schlag und der trifft einen Gegner mit 800 Leben, dann macht er ja nur 800 Schaden. Ja, also da zählt wirklich der volle Damage. Und das ist immer das Beste, wenn er entweder einen Riese trifft oder einen anderen Packer oder Königstürmer, ne? Und das muss er 3600 Mal machen. Ja, also wir haben jetzt nicht mehr so viel. 4, 8, 9, 10. 10 Karten, die ich jetzt noch meistern muss, dann bin ich hier. Ach nee, 11. Der Turm ist auch noch. 11, ja. Das zähle ich jetzt hier mal nicht mit. Weil das wird ja erst freigeschaltet, wenn die Karte Level 14 erreicht hat. Also 11 Karten noch meistern und das geht eigentlich auch relativ schnell. Also, was haben wir jetzt als nächstes? Die Trefferexperte hier bei den normalen Kobolden, habe ich die im Deck drin, ja. Da sind sie, also werde ich das dann als nächstes haben. Naja, mal schauen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch wieder gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.